Hi. Hallo, Lukas. Genau, ja. Ich bin Lukas, ich bin 21 Jahre alt und ich wollte. Wie alt? Ich bin 21. Komm mal her, zeig mal deine Nägel. Du musst nicht aufgeregt sein. Sieht sehr schön aus. Hast du selber gemacht? Auch, nee, ich hab's machen lassen. Machen lassen? Ja. Wie lange sitzt du dann? 2 Stunden dauert es immer. Easy, genau. Ich sitze 7 Stunden. Oh Gott, aber die sind auch aber echt ich mache mir aus. Ja auch hier irgendwelche. Ja. Und drauf. Echt 7 Stunden. Piep, piep. Du bist stylisch. Danke schön. Muss aber auch selbstbewusst dastehen. Wie schätzt du deine Stimme ein von 1 bis 10? 10 ist sehr, sehr gut. Vielleicht eine 8. Eine 8. Ja, 8 ist du musst auf jeden Fall lauter singen, als du sprichst. Weil ja, du musst wirklich fast laut sein. Du bist da, du musst für nichts schämen. Du musst uns anschauen. Nicht also unsicher sein. Nicht jetzt löchern, aber nicht hier vorgucken die ganze Zeit. Ja. Selbstvertrauen 0. Ja, das ist wirklich wichtig. Ja. Du siehst doch fresh aus. Du traust dich doch was, auch mit den Haaren, deswegen. Okay, was singst du? Von Demi Lovato, Anyone. Go girl. Also Anyone ist einer der härtesten Lieder, die ich kenne von Demi Lovato. Talk to my imagination, confided into alcohol. I try and try and try some more. I told secrets in my voice was so tired of empty conversation. Cause no one hears me anymore. 100 million stories and 100 million songs. I feel stupid when I sing. Nobody's listening to me. Nobody's listening. I talk to shooting stars, but they always get it wrong. I feel stupid when I pray. Cause why am I praying anyway? If nobody's listening, anyone, please send me anyone. Also du hast mich schockiert eigentlich. Im Positiven, wirklich. Da merkt man, dass DSDS einfach für Überraschungen immer da ist, weil du kamst hier runter und du konntest nicht mal reden richtig. Und dann geht die Melodie los und du lässt dich fallen und du bist komplett im Song drin. Schöne Wärme und es hat mich wirklich berührt und ich hätte damit nicht gerechnet. Und deswegen warst du bis heute so die größte Überraschung von allen. Ja. Und du kannst ja was. Zeig es den Leuten, ne? Hier bin ich, ich stehe hier und ich kann Superstar werden. Ja. Weißt du, was ich meine? Also ich bin richtig, richtig dankbar, dass du das jetzt gut gemacht hast. Ich habe so gehofft, weil du standest so unsicher da. Du bist ein cooler Typ. Du musst mir aber versprechen, dass ich dir beibringen werde, wie du noch selbstbewusster wirst, weil das ist wichtig. Sehr gerne. Du musst dich für nichts schämen. Natürlich hat man im Leben Sachen erlebt, die machen einen zu dem Menschen, der man ist, warum man sich so bewegt und so zeigt. Aber ich krieg das noch aus dir raus. Danke. Du bist super, du kriegst auf jeden Fall ein Ja. Danke. Du kommst auf mich wirklich sehr sensibel, aber auch wie ein trauriger Mensch in dir rüber, ja? Und das hast du in dem Song natürlich wirklich super gut rübergekriegt. Das klang sehr zerbrochen, zerrissen und auf jeden Fall für mich auch sehr interessant. Mhm. Ne? Ich finde das wirklich sehr, sehr gut, was du da abgeliefert hast. Show war das, also von der Stimme und von allem. So Star-Appeal hast du. Dankeschön.
ich hatte den ganzen Chorus lang Gänsehaut am ganzen Körper. Dankeschön. Du fühlst es so krass, man hat dir das so abgenommen und man wollte nur da sitzen und sagen, oh nein, nimm den doch irgendwie kurz in den Arm. Ich fand's so schön, also von mir ist auf jeden Fall ein Ja. Dankeschön, freut mich sehr. Okay, vielen Dank viermal die Ja. Hätte ich meine goldene nicht weggegeben, wärst du die auf jeden Fall gewesen. Danke euch allen und ich bin hier als Selbstmusterin. Ciao. Ciao, ist gut. Ich will auf jeden Fall, wenn wir in den Recalls sind, mehr mit ihm quatschen, gucken, was so in seinem Leben passiert ist. Er hat ja nicht so viel erzählt, aber ich finde, man sieht da, dass da irgendwas ist.